Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Heute ganz seriös aus der Zentrale, meine lieben Freunde. Ganz kurz, ich bekomme eine sehr dringende Nachricht. Die muss ich mal eben nachchecken, ja? Einen Moment, geht sofort weiter. Eine Fahrstuhlmusik einspielen? Da machen wir ein Grinsezeichen zurück. Und jetzt fangen wir an. Natürlich ganz gesittet hier bei den Fritzels am Hof. Jomo, was geht ab? Hast du die Jogginghose wieder an oder was? Ja, und du deine Lederweste, so wie immer. So wie immer, Junge, die ist schon ausgeflattert immer. Hast du irgendwie Valium eingeworfen oder? Ja, ein bisschen. Du, was steht an? Irgendwie wie? Für so später Stunde. Wie geht's dir? Ja, wie soll's gehen, ne? Irgendwie muss ja weitergehen. Ja. Ist ja so, weiß nicht. Ja. Kannst du immer noch nicht so ganz glauben. Ich auch nicht, aber ja. Wird schon werden, Junior. Wie kommst du da mal klar? Ja, ist noch, auch noch ungewohnt. Ja. Hier saufen ist aber keine Lösung, ne? Ernst hat mich angerufen. Hat er schon wieder gesagt, oder was? Der Landhandel war auch schon da. Ja, ich habe halt mit Ernst halt auch telefoniert, ne? Ein ernstes Wort geredet. Mit Ernst hast du ein ernstes Wort geredet, okay, ja. Der meinte, du schießt dich da gerade oben ab in der Villa. Ja, die ganze Zeit. Ja, das ist keine Lösung, ne? Nee, keine Lösung, deswegen bin ich auch runter von dem Zeug, ne? Also bevor du zur Flasche greifst, geh lieber mal irgendwie zum, weiß nicht, Friedrichsen oder mit wem auch immer gut darüber sprechen kannst. Mit mir bloß nicht. Naja, ich weiß, alles gut. Und selber noch. Ja. Da kommen. Ja, alles wird gut. Ist erstmal ungewohnt, aber die Zeit wird die Wunde hoffentlich heilen. Oh, denke auch. Ich lenke mich mit Arbeit ab. Ja, das werde ich jetzt auch mal tun. Ja, wobei, wir haben schon 8, ne? So viel arbeiten können wir auch nicht mehr, ne? Ja. Was hältst du jetzt? Was? Sag ruhig, sorry. Was hältst du davon, wenn wir Feierabend machen? Ja, können wir auch machen. Nix, wir arbeiten jetzt hier. Ich muss mal eben kurz zur Gemeinde und komm gleich wieder. Meinst du, dass du abends um 8 bei der Gemeinde noch jemanden triffst, Alter? Ich hoffe. Ja. Gut, viel Erfolg dir. Jo, ja auch. Guck mal, wo Ernst ist, jo. Jo. Ach. Der Rolfinador ist ja hier. Mit hier Löcher halt. Moin, Bayer. Oh. Was gibt's denn hier, Freezy? Haben Sie mal kurz Zeit, nachher zu mir am Hof zu kommen, wenn Sie Zeit haben? Ich bin gerade schwer beschäftigt, ich schaue mir die Decke an. Ja, kann ich gerne machen. Das ist eine sehr schöne, strukturierte Putzdecke. Wenn Sie gleich nochmal Zeit haben, kommen Sie mal später so vorbei. Am besten wäre cool, wenn Sie den Friedrichsen mitbringen würden. Ist der heute da? Nee, der Friedrichsen ist heute auf Fortbildung, glaube ich. Oder bei seiner Dame, das weiß ich nicht genau. Ja. Er sagt immer, beides wäre Fortbildung, also ich weiß nicht, was er... Gut, egal. Ja, okay. Wenn Sie mal nachher Zeit haben, kommst du mal kurz rum, oder? Wenn ich am Selbstverständlich, Herr Freezy. Alles klar, danke, Rolfi. Bis später. Wie bitte? Hä? Seit wann sind wir per Rolfi? Ach so, ich dachte, das wäre hier gerade eine private Unterhaltung. Fritzli. Bis später, Fritzli. Bis später. Tschüss. Ciao. Fritzli. 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 So. Guck mich doch nicht an. Wo ist mein Deutz? Auf dem Feld wahrscheinlich. Wo steckt er denn? Er versteckt sich hinterm Hänger. Und hast du bei der Stadt noch jemanden getroffen? Ja, der Rolf war da. Ah, okay, der Polizist, der kontrolliert wahrscheinlich hier wieder. Bestimmt. Hab ich. Hier auf dem Hof stehen keine Traktoren. Nee, ich weiß. Ach, auf der 4 habe ich ihn stehen lassen. Ich habe doch gedüngt.
Mein Gott. Wo ist Ernst eigentlich? Tut er noch arbeiten? Was ist hier mit meiner PGA? Ernst ist auch auf dem Feld. Ich gehe jetzt gleich nochmal eben hoch zum Landtunnel und frage, ob die Teile für die BGA da sind. Ernst! Jo! Mach doch bloß ordentlich da, ne? Ich hab morgen auf dich. Jo, musst du mal zufällig zum Landtunnel? Ja, gleich. Kannst du mal in den Arsch treten? Der Fan steht da noch. Die sollen endlich mal warten. Ja, mache ich. Und frag mal nach dem Wasser. Die wollten was mit Wasser haben. Ob die, wie viel wir brauchen? Ach, genau, da war ja noch was. Ja. Bitte? Ja? Ich muss auch gleich nochmal zum... Ach, scheiße. Auch gleich nochmal zum Landhandel, entschuldige. Mischfutter ordern. Ja, okay. Soll ich dich mitnehmen oder fährst du selber? Ja, ich fahr selber. Ja. Und die müssen die Tieflöcher noch bezahlen. Insgesamt 19.500, sagt mir gerade mir. Ernst? Mach ich dann. Oder okay. Hier, hey, mach euch, alles gut. Guck mal schneller, ich komme hier schon mal düngen. Dann gib den Klasi mal die Sporen hier. Klasi. Also die 19.000 habe ich schon bezahlt. Aber man sagen muss, der einzige Traktor am Hof, der nicht nach Bayerbräu oder Munster riecht. Ja, da durfte ich auch nicht viel drauf drin sitzen. Dominik. Bitte, sag mal. Ja. Für was, du sagtest gerade, du hättest 19.000 schon bezahlt. Für was denn? Für Sprit und so? Nee, Ernst meint irgendwie Leihe von Geräten für Ansaat. Ach so. Die Tieflocker, die beiden, die wir uns geholt haben, um die Felder umzulegen. Ah, ja, ich fahre ja eh gleich hoch und dann. Also 19.500 dachte mir bei mir. Pass auf, ich fahre jetzt da hoch. Du bist ja eh hier noch am Grubbern, aber ja. Das Feld kann ich dann ja nachher weiter düngen. Dann mach das da erstmal fertig und ich fahre da mal eben hoch, bezahle die ganze Scheiße da alles. Rede noch, klär noch was mit dem Landhandel ab. Und dann geht's weiter. Denk nur an den Fendt und an. Ein wenig Wasser, weil da können wir ein bisschen Kohle machen. Ja, alles klar. Bitte, dann nimm doch hier den Lambo irgendwie mit Hänger. Dann kannst du auch gleich Mischfutter nochmal eine Ladung kaufen. Dann helfe ich Ernst. Okay, dann tauschen wir Traktoren. Dann nimm du den Deutz. Wenn das der Bayer wieder sieht hier. Der Bayer kann nicht mal. Alles klar. Bis später. Dominik van Wiet, Ehrenmann, vielen, vielen Dank, sehr, sehr lieb von dir. Finde ich schön. Oh lol. Entschuldigung. Was war das denn jetzt? Oh mein Gott, ey. Handy am Steuer, das wird teuer, das sag ich dir. So, Mischfutter soll ich holen, ne? Weißt du, reiß dein Haus da oben ab und baust woanders hin, bitte. Nee, du sei doch nicht so, was kann ich denn dafür? Tschüss. Hi, Fritze. Hi, soll ich gehen? Nö. Achso, okay. Ich habe nur Tschüss gehört, deswegen. Ey, deine Ersatzteile für die Biogasanlage sind da. Oh, geilo. Ja. Baut ihr das heute noch ein? Oder eher gesagt morgen? Oder dauert das noch ein bisschen? Ja.
Wollten wir vorher mal eingeplant. Ah, cool. Also hatten wir vorher mal eingeplant. Das ist super. Braucht ihr da Hilfe? Soll ich da irgendwie mithelfen? Soll ich oder meinem Mitarbeiter mit rüber schicken? Oder? Na, ist der Gustav da? Nee, Gustav ist heute leider nicht da. Gustav ist nicht da. Gut. Ist sonst jemand da? Mo, Ernst und ich. Okay, irgendein, der sich mit der BG auskennt. Also Mo oder Ernst. Ja. Was? Nee, alles gut. Ja, wenn irgendeiner unten ist, dann wäre es gut. Ja. Wäre es egal. Ja, alles klar. Was brauchst du? Der Ernst hatte mir Bescheid gesagt, ich muss hier noch irgendwie Geld überweisen. 19.000 für geliehene Geräte oder so. Bei Gruber hat er gesagt. Ja, genau. Die zwei Tieflockerer, die waren ausgeliehen und die hat er zurückgegeben und da waren noch 19.000 offen, genau. Alles klar, dann überweise ich das eben schnell. Warum bin ich denn hier meiner da? Glatt 19.000 oder? Na? Alles klar. Hab ich überwiesen. Na, alles klar. Okay, und ich wollte noch eben Anhänger Mischfutter mitnehmen. Ja, mach das. Wie viel kriegst du rein? In den Joskin passen 47.000 Liter. 47.000 Liter Mischfutter hattest du, was hast du für einen Preis? Ich klär's mit Harald ab. Ja, klär mal, ich meine 450, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich da auch, sowas war es gewesen. Warte mal, das war ja Mischfutter für... warte. 21.150. Ja, dann überweise ich das direkt. Ach, scheiße. Gut, da kannst du direkt aufladen. Gut, alles klar, ich muss erst mal los, ne? Kann man heute denkbar, also man kann, also man könnte heute denken, die Zeit steht schon wieder still, oder? Habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, ja. Gut, die 50 schenke ich dir dann. Macht auch nichts. Hä? 21.150. Ach, oh, Entschuldigung. Nein, schenke ich dir, alles gut. Wir runden uns immer auf, heute runden wir aber ab, kein Problem für mich. Okay, danke. Fritzel, warte mal ganz kurz. Miguel, fährst du jetzt mit Emily weg? Was für Futter hast du überhaupt? Mischfutter oder Schweinefutter? Mischfutter. Schweinefutter. Mischfutter? Mischfutter für Kühe. Oh. Das Schweinefutter war das mit den 400 und. Ach. Jo, ja, jetzt warte mal, da kommen. Warte mal, da kommen noch drauf. Das sind 800. 450 hat man jetzt. 350 kommt noch drauf. 350 mal. Sind nochmal 9.450. Nee, warte mal. 16.450. Nee, warte mal, war Mischfutter nicht? Nee, Mischfutter war billiger. Vergiss es. Passt so. Okay. Ein Ding noch und dann bin ich fertig. Habt ihr schon euer komplettes Wasser bekommen? Oh, warte mal, Bella, haben wir das komplette Wasser schon hinten an der Kalk? Ich weiß von gar nichts mit Wasser. Warte mal, ich guck mal, da muss ich hintergucken. Guck mal schnell hinter, Fritzel. Jo. Aber Fritzel? Ja? Ich würde nachher eben hochfahren und die Sachen einpacken. Ja, sehr lieb, dankeschön. Na, ja. Da, wenn mein Freund da hinten mit seinem weißen Wagen wiederkommt. Das ist ein schicker Wagen, du. Mhm. Alle beide, mhm. Aber was ist damit passiert? Was ist damit passiert, dass beide sagen, mhm? Basreflex. Ach so, ich dachte da ist... Ich wüsste halt. Ich dachte, da ist wieder irgendwas passiert oder so. Nö. Wir haben uns wieder über Hochzeit unterhalten und sowas. Fritz, brauchst du die Seemaschine, die bei euch da unten steht heute? Die haben wir uns ja, glaube ich, gemeinsam auskriegen, kann es sein? Es sind ein paar 80.000 Liter Wasser drin. Ich denke, das ist alles angekommen. Habt ihr noch welches? Wir haben noch welches, ja. Wir waren uns nicht ganz sicher, weil Liv hatte das Dock immer gemacht, aber wir haben das Dock noch nicht gefunden. Und ja. Unser Programm, wo alles drinsteht. Und deswegen ich weiß schon. Ja, pass auf, dann machen wir so, dann... also wenn du noch Wasser hast, dann würde ich noch welches kaufen gerne. Okay. Wie viel brauchst du? Na? Was halt geht so. Also Wasser kann man nicht genug haben, ne? Okay, dann... Wir würden auch selber was fahren. Also, ich würde bei der Stadt mal fragen, ob ich Big Babsi da ist Tanker ausleihen kann. Ja, mach mal. Okay, wollte ich jetzt sowieso hin. Ja, dann fahr einfach ran, hol und sag Bescheid, was du geholt hast.
So machen wir es. Fritzel, wo soll ich die Sachen hinbringen? Ja. In den Keller, bitte. Bei euch da in der Villa? Ja. Ihr habt einen Keller? Ja, Geheimkeller. Du musst an den Elchkopf, den anderen links, musst du an das Horn ziehen, dann geht die Luke auf. Ach, okay. Emily, kannst du mal kurz... Bitte? Nee, Miguel, den brauche ich. Kannst du mal bitte ganz kurz zu Emily... Alles klar, Leute, tschüss. Ach, scheiße, ich hab noch was vergessen. Der, warte, Miguel. Ja? Ganz kurz, der Fendt, der mal hier zur Wartung abgegeben wurde, ist der schon fertig? Der ist ja nicht fertig, der ist vorne erst gekommen. Ah, alles klar, dankeschön. Ciao. Tschüss. Was willst du denn? Was? Achso. So. Danke, Leute, fürs Bescheid geben. Habe ich total vergessen, bin ich ganz ehrlich. So. Joe Pötsch, danke für den Resub im 17. Monat. Und Holzwurm Lars, danke für den Resub im 20. Monat. Holzwurm Lars schreibt dazu, danke für die, danke schön für die Zeit. Ach, nicht zu danken, mein Freund. Mach ich gerne. Also, da musst du nicht für Danke sagen, ne? Passt soweit. Opel Lana im Lager. Warum nennt ihr mich Opel Lana? Guten Abend! Mo? Jo? Ich habe dein Mischfutter, Einfach ein Silo geben. Ein Silo, okay, ich dachte direkt bei den Kühen rein. Nee, die sind voll. Ah, klar. Ich bin hier gerade bei der BGA, weil Gustav gerade irgendwie mit seiner Frau unterwegs ist. Freundin? Nee. Obwohl, nee. Wobei. Hab ich die eigentlich hier schon heute rumlaufen sehen? Oder ist sie oben beim Landhandel? Da war nur die Emily. Achso. Ey, was ist das? Dann ist, was los? Ja, der. Keine Ahnung. Der Lambo, der driftet auf einmal so nach links die ganze Zeit. Mach keinen Scheiß. Ja, Gustav ist auf jeden Fall nicht da. Hier steht noch voller Wasseranhänger. Achso, der Landhandel hat das komplette Wasser schon bekommen und würde aber noch mehr holen. Holen oder sollen wir bringen? Ne, holen. Der leiht sich wohl bei der Stadt jetzt. Alter! Hallo? Herr Breezy. Ja, Herr Bayer. Ja, neben dem Hof. Ich komme gerade, fahr gerade die Einfahrt rein in der großen, breite Einfahrt, die ihr mir hier gebaut habt. Ich weiß nicht, wo ich da langfahren soll. Polizist, also ich weiß nicht, warum ich in der Einfahrt bauen sollte. Die Stadt meinte ich. Das war so schön, ihr habt hier echt rot gemacht, Alter. Das ist das größte Loch, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Ich lege mal auf, bin. Oh, das ist ein Polizeiauto, ja. Ja, ich bin Polizist.
Das ist in der Regel normal, dass ich mit Polizei da rumfahre. Ja, sieht genauso wie Sie mit dem Traktor rumfahren als Bauer. Ich bin Landwirt, Bauer bin ich nicht. Landwirt. Landwirt. In meiner Heimat heißt es Bauer. Hier ist es Landwirt. So. Ja, ich leg mal auf. Tschüss. Ja, moin, tschüss. Oh, ah, ja, Freezy, hallo, Herr Bayer, wie geht's Ihnen? Gut. Fritz Wolf? Ja? Ich wollte mich bedanken für den Einsatz, den Sie da gemacht haben bei dieser Hohen Kammer und dass Sie da echt knallhart durchgegriffen haben und mit den Fahrzeugen und so und ja. Vielen Dank, brauchen dass Sie... Sich, brauchen Sie sich nicht bedanken, Herr Freezy, das ist mein Job. Das weiß ich, aber möchte trotzdem Danke dazu sagen. Alles gut, wie geht's Ihnen? Oh, es geht. Hatte jetzt ein bisschen Durchhänger, hab oben in meiner Villa ein bisschen gesessen und gesoffen und geweint. Mhm. Dann kam Miguel, hab mich ein bisschen wachgerüttelt. Ja, klar, es sitzt noch in den Knochen und man denkt auch noch drüber nach, aber es muss ja auch ein bisschen weitergehen, sag ich mal, ne? Also. Ja, apropos Herr Freezy. Ja. Wir hätten dann, haben Sie kurz Zeit? Ja. Können Sie mal kurz mitfahren? Ja. Gehe ich jetzt in den Knast? Wegen? Weiß ich nicht. Ich meine, ich sperre sie sehr gerne ein, aber... Moment. Hallo? Hallo? Hi, hier ist Bella. Hi, Bella. Ich bin fertig mit den Sachen in den Geheimkeller bringen. Ja, Bella, vielen, vielen lieben Dank. Servus, Padre. Das ist hier komplett... Moment, der Freezy telefoniert gerade. Mit wem? Diese Zahlung, die gerade auf den Landhandel eingeht, ist für dich. Vielen, vielen lieben Dank, Bella. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Dachte ich mal, danke, Alter. Hab ich 10.000 überwiesen. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Was überweist du denn 10.000 auf den Landhandel? Aber danke dir. Das war für deine Frau, Verlobte, wie auch immer. Ja, warum? Sie hat mir einen Gefallen getan. Müssen Sie irgendwas kompensieren, oder? Was denn? Ich frag bloß. Hast Bock auf Rennen um deine Karre? Also es läuft ganz einfach, wir können gerne ein Rennen starten, die beschleunigen, ich mache mein Blaulicht an, ziehe sie raus, nehme ins Fahrzeug weg, weil sie illegale Straßenrennen betrieben haben. Da ist aber Minimum, dass du hinter mir herkommst. Ich komme schon hinter mir her, keine Sorgen. Okay, angenommen. Nein, ich steig vorher aus. Nein, du bleibst sitzen. Nein, Herr Manus, wir machen das nicht. Oh Gott. Ja, was denn? Schiss oder was? Los, Bayer, trau dich. Das hat nichts mit Schiss zu tun. Jetzt trau dich, Bayer. Bayer, mach schon. Ich bin rausgefordert, jetzt gibt's Jalla hier. Auch als, Polizist kann man mal den falschen Weg gehen. X57, Junge, X57. Mach keinen Scheiß. Es ist aber dunkel, oder? Er wird bestimmt einen Unfall bauen, das wird noch lustig. Gib Gas. Ist schon an? Oh. Gut. Scheiße, ich seh nix! Emily, ja. Ich seh nix! Siehst du was? Nein! Ich denk, der hat Laserlicht! Bitte! Oh, Scheiße! Ja! Geil! Was? Wow. Boah, nee. Mein Herz. Ja, Emily ist gerade sehr stehen geblieben, ist gerade 10 Jahre jünger. Ist er noch hinter mir? Ja. Weit hinter mir? Ja. Der kommt vorne nicht hinterher. Der kommt mir nicht hinterher. Das habe ich erwartet. Aber Baum, Baum. Oh. Weil ich höre nur Baum, Baum. Alles gut bei euch? Au. Ja. Ach Mann, das ist hier mit diesen Schlaglöchern und Schwarzen. Das ist die Katastrophe. Das ist der absolute Katastrophe. Ach Mann, ey. Mein Kopf. Herr Manus. Moin, was geht ab? Wir machen gerade Picknick. Mit dem Baum zusammen? Wollten Sie den Baum mit Ihrer Motorhaube verbinden? Oder was war Ihr Plan? Oh, bitte, ey, erzähl das dem Harald nicht, dass mit der Emily hier... Ich werde sie auf den Baum umzusägen. Wie ist ja der Assistenzsystem? Guck doch mal, ja, er ist 3 Zentimeter vom Baum, hat er angehalten. Ruhehalte. Herr Manus? Ja? Wir kommen dann einmal bitte 1.500 Dollar. Euro, Entschuldigung. Ich verklag die Gemeinde Schwarzingen auf, wegen diesen Schlaglöchern. Ja. Kann man keine gerne machen, ich krieg trotzdem 1.500 Euro, weil sie illegale Straßenrennen betrieben haben. Das ist kein Problem, ich habe geerbt 4 Millionen. So, wir können die Strafe auch auf ihr Vermögen anpassen, wenn sie wollen. Nicht meins, Betriebsvermögen. Herr Freezy, was halten Sie von 1,5 Millionen Strafe? Oh, was hat denn der jetzt damit zu tun?
Also, er hat gar nichts gemacht. Er also zahlt das nicht, Alter. Zahlt das nicht, mach das nicht. Nee, mach ich auch nicht. Bin gleich wieder da. Guck mal, von mir wollte er 1.500, von dir will er 1,5 Millionen. Das geht so das nicht. Das ist ja ein Lümmel, ey. Hä? Ich wollte gar nicht. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Hier auf dem Hof aber, oder? Ja, ja, hier hinten. Harry. Jo, was geht jetzt? Jo, Harry, dein Chef hat einen Unfall gebaut mit dem BMW hier. Ja. Er hat einen Baum ummantelt. Dann nicht dein Ernst. Ist ihm was passiert? Nee, ihm geht's gut. Aber weißt du was? Was? Deine Frau war mit dabei. Was? Ich würde mal schnell runterkommen, gucken, ob bei der alles okay ist und so. Boah, ich bestell jetzt. Nee, die saß mit dem Auto. Der hat illegales Straßenrennen mit dem Bayer gemacht. Wo ist der? Wo steht der? Unter meiner BGA, wenn du von oben Landtunnel runter Richtung BGA Stadt-Ding fährst. Ey, sag mal, was soll denn das? Warum heizt denn der mit der Karre schon wieder rum? Ich muss auflegen. Bis gleich. Tschüss. Kreuzen, hab alles angekreuzt. War keine Dishcam dabei. Fahrzeugrekorder. Ach so, das ist aber kein Flugzeug, das ist ein Fahrzeug. Oh. Da ist kein Flugschreiber drin. Herr Mann. Ey, ich wollte mal, ey, pass auf. Nimmst du auch Geld entgegen? Ja, klar, gib mal her. Wie viel willst du mir geben? Ich will das Haus anzahlen, meine Rechnung bezahlen. Das müssen Sie beim Herrn Ziegel machen, bitte. Das könnte ich ja beim Ziegel direkt machen, stimmt. Mm-hmm. Gut, alles klar, dann muss ich weiter. Was machen wir denn mit deinem Auto? Abschleppen oder was? Ja, laut dem Herrn Manus das Auto tipptopp. Ach so, okay. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Ja, Herr Friesi, kommen Sie mal mit. Lass Sie den Manus mal machen. Ich habe ein bisschen Angst, warum soll ich denn mitkommen? Übrigens, so, komm, Herr Emily, bring dich zu Harald, ja? Ja. Egal, wie schnell Ihr Auto ist, ne? Ich war trotzdem hier. Ha. Dass ich hier nochmal hier gegen Baum donner? Nein, wir fahren jetzt ganz langsam. Ganz und langsam. Alle Assistenten. Oh, das ist Harald. Dass du nochmal hier so ein Straßenrennen machst, oder was? Aber meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.